Jede Sommer machen unsere Freunde ein Gruppenfoto. Und heute ist das Licht perfekt. Der Beri-Papa nimmt sehr genau als Fotograf. Er will, dass alle dabei sind und schaut, dass seine Ausrüstung funktioniert. Der Blitz blitzt wie der Blitz! Jetzt fehlt nur noch ihr! Alle haben sich feierlich rausgeputzt. Super, Beri! Du siehst richtig elegant aus! Das coole Häsli findet sich echt cool. Und Poppy hat seine Stacheln in Locken verwandelt. Endlich sind alle parat. Bis auf den Claude. Der hat es voll vergessen und zischt gerade wieder ab. Also, ich bin so weit. Steht alle mal zusammen. Wunderbar! Ihr seht super aus! Und jetzt zeigt einzelne Frafchen! Oh je, meine! Irgendetwas ist gar nicht mehr gut. Was ist Beri-Papa? Es hat ja müssen so kommen. Der Beri-Papa hat gemerkt, dass der Claude nicht da ist. Excuse, Gelle, wir müssen da verschieben. Entweder alle oder keine. Das ist hart, aber fair. Jetzt sind alle zusammen enttäuscht. Und dabei haben sie sich doch so auf die Fotos gefreut. Der Claude hat es wahrscheinlich vergessen. Ich gehe ihn suchen und dann sagen wir alles. Claude, was ist da los? Also, weißt du, es ist so. Ihr habt ja alles so schön gemacht. Und ich habe nicht einmal ein Geweih. So kann ich nicht auf das Vöterli. Tut mir leid. Also, wenn es nur das ist, meint der Gigelibag. So ein Geweih auftreiben kann doch nicht so schwer sein. Das könnte gehen. Komm, bück dich. Das ist doch zu klein. Aber so schnell gibt der Gigelibag nicht auf. Das ist schwer. Spitzig. Blumig. Fehlt's grad. Geht's noch? Kein Orchester, kein Hockeyclub, keine Bildstörung. Können wir nicht gleich schon anfangen? Nein, entweder eine oder keine. Und das ist mein letztes Wort. Gigelibag kann vorschlagen, was er will. Ein Claude passt einfach nicht. Claude, was ist denn los? Es ist ein bisschen peinlich, Gigelibag. Aber auf Gruppenfotos sehe ich immer so doof aus. Als Einzige. Als Einzige? Das wollen wir zuerst noch sehen. Da gibt es super Fötterli. Jetzt sagt alles. Jeder von unseren Freunden hat ein Geweih angezogen. Und so sehen auf dem Gruppenfötterli all speziell aus. Lustig und herzig. Und jeder ist auf seine Art einfach wunderbar.